So, Freunde, da ist er wieder. Heute mache ich im Kellergym Frontkniebeuge im Freestyle, das heißt ohne Plan, einfach so, wie ich es jetzt für richtig halte. Ja, und eine Neuigkeit gibt's. Ich hoffe, dass ich Anfang Februar wieder im Verein trainieren kann. Dann werde ich auch weiterhin das Bankdrücken wieder systematisch durchführen und dann im März, April klinke ich dann allmählich das Training aus und gehe dann vermehrt wandern. Da wird das ein oder andere Wandervideo, denke ich mal, auf dem Kanal kommen. Und dann bin ich für 2, 2,5 Monate nicht mehr auf der Bildfläche. Und wenn ich nach meiner Wandertour wiedergekommen bin, geht es dann je nach der allgemeinen Situation wieder mit dem allgemeinen Training für die Wettkämpfe weiter. So, das ist erstmal der ganz, ganz große Überblick für das nächste halbe Jahr. Ich wünsche wieder viel Spaß bei meinem Freestyle-Training. Daumen drücken nicht vergessen, Uwe abonnieren, paar nette Zeilen schreiben. Ja, und dann zum Schluss gebe ich euch da wieder ein paar Ernährungstipps für euch. Heute 5x5 außerhalb des Plans. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something. Die Frontkniebeuge ist bei mir eine reine Aufbauübung für die allgemeine KDK-Beuge und natürlich auch fürs Kreuzheben. Außerdem baue ich damit ja auch den Rücken auf. Ja, ich habe jetzt beim ersten Satz entschieden, dass ich 5x5 mit 60 Kilo mache. Und das reicht auch für heute. Mehr brauche ich nicht. Ich habe den ganzen Tag gekniet und schwer gearbeitet auf der Baustelle. Das reicht auch. Ich habe das gemerkt, das ist genau das optimale Gewicht. Also bleibe ich bei 60 Kilo mit 5x5. Und dazu brauche ich natürlich auch die Handbandagen, weil die Handgelenke doch sehr belastet werden bei der Frontkniebeuge. Das ist ja alles im Gewichtheberstil, wie ich sie ausführe. Und andere haben sie überkreuzt die Arme vor der Brust und halten somit die Hantel. Das könnte ich nicht. Da habe ich keine Gewalt über die Hantel. Also bleibt das alles im alten Stil. Das Power Rack, es fehlt mir die Beinpresse, es fehlt mir das hohe Gewicht, es fehlen mir die Blöcke zum Springen und es fehlt mir das ganze Gym mit den ganzen Drumherum. Ja, gut, ich kann mich auch trotzdem noch schätzen, dass ich hier im Keller meine Station aufgebaut habe damals und das war eine sehr gute und auch fixe Idee, die über Nacht in mich eingeschlagen ist. Und wenn ich diese Idee nicht gehabt hätte, würde ich heute gar nichts machen. Hättet ihr auch keine Videos von mir, wäre es ziemlich trostlos und traurig. Ich mache das Beste draus, was anderes kann ich nicht machen, aber in 2 Wochen, im Februar, denke ich mal, kann ich wieder im Verein ordentlich aufdrehen und das ist auch gut so. Gut, so war es heute auch, dass ich mit den 60 Kilo trainiert habe. Die Knie, die waren doch etwas in Mitleidenschaft gezogen. Was natürlich nicht in Mitleidenschaft gezogen war, ist meine Hüfte. Die scheint wieder komplett heil zu sein. Ich habe es beim Beugen gemerkt und auch bei den alltäglichen Belastungen, Laufen, Treppensteigen etc. Und es scheint, dass alles wieder in Ordnung ist. Das ist gut. Da kann ich dann wieder ordentlich trainieren, wenn es soweit ist. Also, ich habe heute überbackene Toastbrote mit Putenhack und Gemüse gemacht in meiner Küche. Ich habe die Toastbrote mit dem Putenhack bestrichen, Gemüse klein geschnippelt, draufgetan die Stücke, Käse drüber und ab in den Backofen. 20 Minuten bei 180 Grad. Wo es rauskam, habe ich dann ein bisschen Ketchup noch drauf gemacht, abkühlen lassen und dann konnte ich es essen. Dazu gab es noch eine gute Kanne Tee, damit alles runtergespült wurde.